Neueröffnung in Schwetzingen. Little Rockstars, der Kids Store. Baby- und Kindermode von 0 bis 14 Jahren und ausgefallene Accessoires. In der Dreikönigstraße 6 in Schwetzingen. Dass wir uns am Ende eines doch anstrengenden Frühjahres 2014, so kurz vor den Sommerferien, nochmals hier sehen, in einem locker, aber feierlichen Rahmen. Und deswegen freue ich mich, dass so viele heute hierher gekommen sind. Zu der immerhin erst zweiten Veranstaltung dieser Art, nämlich der würdigen Verleihung der Brüder Ehrennadel in Gold mit Diamant und zum zweiten Mal, wie gesagt, des Ehrenbriefes der Gemeinde Brühl als besondere Ehrungsstufe für Verdienste um das Gemeinwohl hier in unserer Gemeinde. Dazu heiße ich natürlich zunächst den zu Ehrenden selber, Gemeinderat AD Robert Ganz, willkommen, seine Frau Uschi, seine Töchter Silvia und Michaela mit Familien. Diese 34 Jahre Zugehörigkeit zum Rat und aber auch seine Leistungen insgesamt für seine Heimatgemeinde Brühl hat unser Gemeinderat zum Anlass genommen, diese besondere Auszeichnung auszusprechen, die, so sieht es unsere Satzung vor, im Rahmen einer solchen Feierstunde überreicht wird. Haben Sie mal verlesen? Ja, das ist mir schön. Die Gemeinde Brühl verleiht in Würdigung und Anerkennung seiner Verdienste als Gemeinderat Herrn Robert Ganz auf Beschluss des Gemeinderats vom 19. Mai 2014 den Ehrenbrief der Gemeinde Brühl als sichtbares Zeichen, werde ich noch gleich die Ehrennadel in Gold mit Diamant überreichen oder anstecken kann man in dem Fall. Der Gemeinderat ehrt damit einen Kommunalpolitiker, der sich während seiner Amtszeit als Gemeinderat von 1980 bis 2014 mit großem Engagement und hervorragendem Fachwissen für seine Heimatgemeinde und ihre Bürger einsetzte. Besonders hervorzuheben ist sein unermüdlicher und parteiübergreifender Einsatz für seine Ziele sowie sein gutes, kollegiales Verhältnis zu allen Mitgliedern des Gemeinderates. Dankeschön. Ja, diese Auszeichnung, und das ist also eine besondere Sache und ich habe mich riesig gefreut darüber, vor allen Dingen, dass ich ja die separat überreicht bekommen habe und nicht irgendwo im Gemeinderat, aber vor 34 Jahren bin ich der Meinung, ist das akzeptabel. Willkommen bei Sanitätshaus und Orthopädietechnik Rahmer in Brühl. Auf über 1000 Quadratmetern bieten wir Ihnen eine persönliche und individuelle Beratung rund um das Thema Gesundheit. Wir sind hier in unserer Bademoden- und Mieterwarenabteilung in separater, abgeschlossener Atmosphäre, damit man sich in Ruhe informieren kann, da wir auch Spezialbademoden und Mieterwaren führen für brustoperierte Frauen. Rechtzeitig zur Badesaison ist auch bei uns die aktuelle Bademode eingetroffen mit den neuen Trendfarben, was ganz aktuell auch in diesem Jahr der Tankini mit Bikinihöschen und langem Oberteil. Auch da haben wir eine größere Auswahl zur Verfügung. Der Unterschied von Standard-Badeanzügen oder ganz normalen BHs zum Spezial-BH oder Badeanzug besteht darin, dass im Körbchenteil eine zusätzliche Tasche eingearbeitet ist, wo dann die Einlage reinkommt, damit die fest im BH oder im Badeanzug sitzt. Durch die Einlage im BH oder im Badeanzug wird gewährleistet, dass kein Unterschied zur gesunden Brust zu sehen ist. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,
Am Stöbern, in unseren Bademoden, kommen Sie doch einfach vorbei, wir beraten Sie gerne. Ihr Sanitätshaus Rama in Brühl.